Herzlich willkommen, guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jürgen Rabe. Ich arbeite bei Phoenix Contact in Blomberg und bin hier seit circa 7 Jahren im Vertrieb tätig. Meine Aufgaben hier sind der technische Support, das heißt, ich unterstütze unsere Kunden bei technischen Anfragen und biete die dementsprechenden Lösungen dafür. Unser Thema heute ist: Überspannungsschutz ist jetzt Pflicht. Ich zeige Ihnen einmal ganz kurz die Agenda. Was möchten wir machen? Wir starten einmal ganz kurz mit den Grundlagen zum Thema Überspannungsschutz. Nur ganz kurz einige Begriffe, die ich anreißen möchte. Dann kommen wir zu dem Hauptpart. Das ist die Normenüberarbeitung der VDE 0100443 und der VDE 0100534. Aus diesem Grund ergibt sich nämlich das Thema, dass Überspannungsschutz jetzt Pflicht ist. Und abschließend komme ich zu dem Thema Überspannungsschutz in der Praxis. Das heißt, ich zeige einige Beispiele, was für ein Ableiter womit installiert werden muss. Starten wir doch einfach mal. Was ist überhaupt Blitzstrom? Wir reden ja immer von Blitzstrom bzw. Überspannung. Als Blitzstrom wird einfach der Stromfluss bezeichnet, der bei einem Blitzeinschlag in ein Gebäude oder ein sonstiges Element einschlägt und dann durch dieses Element hindurchgeht. Der nächste Punkt ist die Überspannung. Als Überspannung bezeichnet man technisch gesehen eine Spannung in elektrischen Systemen, die über den normalen Normfall hinausgeht, also über die Nennspannung. Solche Überspannungen haben dementsprechend natürlich auch Fehler zur Folge. Das heißt, dass diese Bauelemente zerstört werden können und es kommt zum Ausfall der Anlage. Um das Ganze zu verhindern, setzen wir Überspannungsschutzeinrichtungen ein. Früher wurden die abgekürzt mit USE. Heutzutage finden Sie in vielen technischen Anleitungen die Abkürzung SPD für Surge Protective Device. Was passiert überhaupt beim Gewitter? Stellen wir uns einfach mal ein Gebäude vor, mit einem äußeren Blitzschutz zum Beispiel. Das hat eine Verbindung über den äußeren Blitzschutz ins Erdreich und auch zur Potentialausgleichsschiene. Physikalisch gesehen ist es so, dass ein Gewitter, wenn es zu einer Entladung der Energie kommt, auf dem kürzesten Weg ins Erdreich geht. Sondern ein Gebäude mit einem äußeren Blitzschutz ist dann natürlich noch prädestiniert dafür, dass dieser Weg direkt darüber gewählt wird. Schauen wir uns das mal an. Wenn der Blitz jetzt in dieses Gebäude, in den äußeren Blitzschutz einschlägt, geht ein Teil der Energie ins Erdreich, aber ein weiterer Teil geht auch über die elektrische Verbindung direkt ins Gebäude, über die Potentialausgleichsschiene. Das heißt, wenn dort kein Blitzschutz bzw. Überspannungsschutzmodul installiert ist, kommt es zu einer Zerstörung der Anlage. Jetzt ist es so, es gibt ja verschiedenste Arten von Gebäude und es sind natürlich nicht nur die Gebäude betroffen, die einen äußeren Blitzschutz haben, sondern auch die normalen Gebäude, die daneben stehen können. Schauen wir uns das nochmal an. Hier sehen wir wieder unser Gebäude, wo der Blitz ins Erdreich geht und ein Teil davon auch direkt in die Verteilung. Aber auch benachbarte Gebäude, die in einem Umkreis bis zu 1,5 Kilometer sind, stehen unmittelbar in der Gefahrenzone. Warum ist das so? Die Energie, die hier ins Erdreich geht, breitet sich dort aus. Durch dieses Ausbreiten kann sich eine Überspannung in benachbarte Erdungsanlagen mit einkoppeln und führt dazu, dass diese Überspannung dann auch in benachbarte Anlagen mit verteilt wird. Das heißt, selbst wenn Sie ein Gebäude haben, das keinen äußeren Blitzschutz hat, ist es nicht davor geschützt, vor Unwettern oder sonstiges, die in der Nachbarschaft ihr Unwesen treiben und dann dort den Blitz einschlagen lassen. Sie kennen sicherlich alle die Folgen von diesen Überspannungen. Das kann sein, dass dort Leitungen aus den Wänden gerissen werden, dass die Isolierung von den Kabeln durchschlagen, teilweise sogar, dass Geräte in Brand geraten.
Die schlimmsten Folgen oder schlimmeren Folgen sind sogar die, die man von außen gar nicht sieht, sondern dass das Gerät auf einmal nicht mehr funktioniert, weil durch diese Überspannung in dem Gerät halt ein Schaden entstanden ist. Um all dieses zu vermeiden, sollten Sie Schutzmaßnahmen treffen. Doch jetzt ist die Frage, welche Schutzmaßnahmen trifft man? Dieses Ganze wurde in bestimmten Normen festgelegt und es wurden Vorgaben gemacht, worauf man zu achten hat. Diese Normen, das sind zum einen die DIN VDE 0100 443 und die DIN VDE 0100 534, wurden überarbeitet und es gibt seit 2016 eine Neuerung dieser Norm. Die DIN VDE 0100 443 ist dafür da, den Schutz bei transienten Überspannungen zu betrachten und zu entscheiden, wann Überspannungsschutz installiert werden muss. Die zweite Norm, die DIN VDE 0100 534, ist für die Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel. Das heißt, es wird wirklich darin gesagt, welcher Überspannungsschutz vom Typ her Pflicht ist und wo und wie er eingebaut werden soll. Wie ich gerade erwähnte, sind diese Normen seit 2016 überarbeitet worden und es gibt eine neuere Norm. Für die alte Norm, die bis dahin gültig war, gibt es eine Übergangsfrist bis zum 14. Dezember 2018. Schlussendlich heißt das Ganze, dass Anlagen, die bisher jetzt geplant wurden und die bis zum 14. Dezember diesen Jahres fertiggestellt werden, könnte man noch die alte Norm nehmen und nach diesen Normen und Vorgaben arbeiten. Aber für alle baulichen Anlagen, die bereits geplant wurden, beziehungsweise jetzt natürlich auch geplant werden und die nach dem 14. Dezember 2018 fertig werden, sind zwingend die neuen Normen zu berücksichtigen. Jetzt möchte ich Ihnen die wichtigsten Änderungen dieser beiden Normen ein wenig näher bringen. Diese Normen, generell gesehen, sind natürlich sehr umfangreich. Ich habe jetzt hier nur einen Teil mit rausgenommen, um die wichtigsten Punkte aufzugreifen. Starten wir mit der VDE 0100 443, also der Norm, die besagt, wann Überspannungsschutz eingesetzt werden soll. Zum einen wurden die Entscheidungskriterien überarbeitet. Diese Entscheidungskriterien besagen, wann Schutzeinrichtungen installiert werden müssen. Und diese Entscheidungskriterien sehen so aus. Bisher standen folgende Punkte in diesen Entscheidungskriterien. Also man hatte sich vorher schon überlegt, wann müssen wir Überspannungsschutz vorsehen und ist auf Punkte eingegangen, wie wenn zum Beispiel Menschenleben gefährdet sind. Das heißt, es kann sein, wenn Sie Anlagen haben, die medizinisch genutzt werden und durch deren Defekt Menschenleben gefährdet werden würden, in Krankenhäusern zum Beispiel, dann sind diese Anlagen zu schützen. Das stand schon bisher in der Norm mit drin. Genauso stand aber auch drin, dass öffentliche Einrichtungen zu schützen sind. Ganz wichtig sind dabei natürlich Rechenzentren, die im täglichen Leben ja immer wieder die Arbeit mit erleichtern, wo viele Daten mit gespeichert und weiterverarbeitet werden. Auch die sind bisher laut der Norm schon zu schützen gewesen. Dann haben wir den Punkt Gewerbe- oder Industriegebäude, das heißt auch Hotels, Banken und landwirtschaftliche Betriebe waren bisher schon zu schützen. Schauen wir uns die Punkte an, die jetzt neu mit aufgenommen wurden in diese Norm. Da wurde zum einen gesagt, dass Ansammlungen von Personen zu schützen sind in großen Gebäuden. Ganz auffällig oder ganz wichtig ist da der Punkt Schulen zum Beispiel. Das heißt, wenn man Schulgebäude schützen möchte, ist das jetzt nach der neuen Norm zu vollziehen. Und ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass in der Norm beschrieben wird, dass Einzelpersonen zu schützen sind, auch in kleineren Büros oder Wohngebäuden, in denen gewisse Betriebsmittel vorhanden sind, der Überspannungskategorie 1 oder 2. Und genau das ist der entscheidende Punkt, womit jetzt gesagt wird, dass im Prinzip
auch in Wohngebäuden oder in jeglichen Gebäuden Überspannungsschutz installiert werden muss. Denn diese Betriebsmittel der Überspannungskategorie 1 oder 2, wenn wir da mal einen Blick drauf werfen, welche sind das überhaupt? Dann sind das handelsübliche Haushaltsgeräte, wie Ihre Kaffeemaschine zum Beispiel. Genauso wie Computer oder auch Unterhaltungselektronik. All diese Geräte fallen mit in diese Überspannungskategorie 1 oder 2 rein. Und damit sind sie zu schützen, beziehungsweise die Personen, die in einem Gebäude mit diesen Geräten sind. Und damit ergibt sich, dass auch für ganz normale Privathaushalte heutzutage nach der neuen Norm Überspannungsschutz installiert werden muss. Ein weiterer Punkt, der in der Norm 01443 mit überarbeitet wurde, ist der, dass direkte Blitzeinschläge in ein Versorgungssystem zu berücksichtigen sind. Was heißt das? Das heißt, dass Gebäude, die eine Freileitungseinspeisung haben oder die über ein Freileitungskabel versorgt werden und ab dem letzten Mast geht das Kabel ins Erdreich rein, ins Gebäude, auch die sind jetzt direkt mit einem Ableiter zu schützen. Diese Gebäude waren vorher in der Norm nicht mit drin, das war zwar wünschenswert, das zu machen, aber sie wurden jetzt mit aufgenommen. Des Weiteren ist jetzt zu beachten, wenn zum Beispiel in Firmenkomplexen Betriebsmittel sind, die Schaltüberspannungen erzeugen können, dann ist dort ein Ableiter mit vorzusetzen, um die anderen Geräte davor zu schützen. Wenn man sich das mal anschaut, Schaltüberspannungen können durch ganz einfache Generatoreinspeisungen erzeugt werden. Das heißt, durch das Einschalten entsteht ein sehr hoher Spannungsimpuls, der dazu führen kann, dass andere Geräte, die mit in dem Stromkreis sind, zerstört werden, wenn die nicht dementsprechend geschützt werden. Genauso kann das natürlich durch induktive oder kapazitive Lasten geschehen oder auch durch Speichereinheiten. Als letzten Punkt möchte ich hier noch aufführen, dass man das Thema weitere Systeme überdacht hat. Was verstehen wir darunter? Nehmen wir mal den ganz handelsüblichen Fernseher bei Ihnen zu Hause. Den haben Sie über 230 Volt an die Steckdose angeschlossen, haben sich über das Thema Überspannungsschutz schon Gedanken gemacht und löblicherweise haben Sie die Steckdose mit einem Überspannungsschutzmodul versehen. Hier zum Beispiel bei uns ein MNT1D. Das ist ein Feinschutz. Das ist generell schon mal ein sehr guter Ansatz. Das heißt, Sie haben das Gerät vor Überspannungen, die über die 230 Volt Leitung reinkommen, geschützt. Aber der Fernseher heutzutage wird ja nicht nur über die 230 Volt angeschlossen, sondern genauso auch über ein SAT-Kabel oder über ein Netzwerkkabel. Und das wird mit dem Schutz weiterer Systeme besagt. Das heißt, man soll nicht nur an die Energieseite denken, diese zu schützen, sondern genauso muss man beachten, dass Telekommunikationsleitungen oder auch Satellitenleitungen mit geschützt werden sollen. In diesem Fall wird das so aussehen. Es gibt zum Beispiel ein Gerät, ein MNT-SAT, wo man die Satellitenleitung mit drüber führt. Das heißt, das Schutzelement sitzt in dem Stecker mit drin und die Ausgangsseite ist geschützt, wie Sie an den grünen Pfeilen jetzt sehen. Und genauso kann man natürlich auch die LAN-Seite schützen mit einem Gerät dazwischen. Und mit dieser Lösung hätten Sie dann alle drei zuführenden Leitungen zu dem Fernseher geschützt und würden nicht Gefahr laufen, dass der neue teure 4K-Fernseher durch eine Überspannung zerstört wird. Das sind jetzt alles Punkte aus der Norm 01443, die ja besagt, wann Überspannungsschutz eingesetzt wird. Anbei hier noch die Norm, in der drinne steht, welche Telekommunikationsleitungen und wie geschützt werden können. Das ist eine Vornorm, diese DIN CLC TS, wo weitere Ausführungen drin sind. Jetzt schauen wir kurz auf die Norm 01534. Die besagt ja, wo ist der Überspannungsschutz zu installieren und wie.
Dort wird gesagt, dass bauliche Anlagen mit Freileitungseinspeisung, die wir eben schon angesprochen haben, mit einem Überspannungsschutz Typ 1 zu versehen sind. Das Ganze sieht dann so aus, das heißt ja, bei einer Freileitungseinspeisung hat man einen Dachständer und das Kabel kommt von dort aus ins Gebäude rein und der Ableiter ist laut Norm möglichst nah am Speisepunkt zu setzen. Hier sehen Sie eine Tabelle mit, wo die Kennwerte mit festgelegt sind. Das heißt, technisch gesehen ist es so, dass man ein Ableitvermögen zwischen L und N von 5 kA haben muss und zwischen N und PE von 20 kA. Jetzt ist es natürlich so, wenn Sie über einen Dachständer ins Gebäude kommen, sozusagen oben erst das Kabel einmal über einen Anschlusskasten abfangen und dann durchs Gebäude in den Keller gehen und wenn dort die Elektroverteilung ist, haben Sie natürlich immer noch die Gefahr, dass das Kabel durchs Gebäude läuft. Da ist es empfehlenswert, direkt am Gebäudeeintritt des Kabels einen Typ 1 Ableiter, einen weiteren zu setzen. Aber laut Norm ist es nur vorgeschrieben, am Zählerplatz am Speisepunkt etwas zu montieren. Hier habe ich mal ein Beispiel, wie so etwas aussehen kann. Hier haben wir einen Typ 1 Ableiter für ein 40 mm Sammelschienensystem, der einfach aufgerastet wird und der für diesen Schutz ausreicht. Das ist ein Kombiableiter, also Typ 1 Schräger 2. Wenn Sie den mit installieren würden, würden Sie der Norm dementsprechend Genüge tun. Der wird im Anschlussraum natürlich direkt beim Sammelschienensystem unten mit montiert. Schauen wir mal weiter, was in der Norm 0100534 noch drin steht. Dort gibt es den Punkt Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis. Auch hier wurden die technischen Werte bearbeitet. Als erstes natürlich die Frage, was ist überhaupt eine Anlage mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis? Da sagt die Norm, dass alle Fälle von 1 bis 5 in diesem Abschnitt mit zu berücksichtigen sind. Wenn wir da einmal kurz drauf gucken, jetzt muss ich einmal zurückgehen, sind das die 5 Entscheidungskriterien gewesen, die wir eben gesehen haben. Das heißt, wo drin steht, dass jetzt auch ganz normale Einfamilienhäuser mit zu schützen sind. Dementsprechend reden wir also sozusagen immer von Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis. Und hier wurden die Kennwerte angehoben. Inzwischen ist es so, dass ein Ableitvermögen zwischen L und N von 10 kA möglich sein muss und zwischen N und PE von 40 kA. Früher waren die Werte etwas niedriger. Und zwar sieht man das jetzt gleich. Schauen uns einmal so einen Ableiter an. Wenn dieser Ableiter am Speisepunkt installiert ist, dann sehen Sie, dass zwischen L und N jeweils 10 kA abgeführt werden müssen und als Gasableiter, als Funkenstrecke, haben wir hier die 40 kA. Die alten Ableiter hatten einen Wert von 20 kA zwischen N und PE. Diese dürfen natürlich auch noch weiterhin verwendet werden, aber nicht als ersten Ableiter direkt am Speisepunkt, sondern nur dann, wenn man ein Gebäude hat mit weiteren Verteilungen und dort weitere Ableiter setzt. Das heißt, der erste Ableiter muss sozusagen ein Ableiter mit erhöhtem Ableitervermögen sein und alle weiteren dürfen dann, ich nenne es jetzt mal die kleineren Ableiter sein. Hier sehen wir nochmal, wo man das Ganze installieren kann. Sie sehen den Anschlussraum jetzt oben rechts. Da könnte man diesen 40 kA Ableiter, so wie wir ihn nennen, relativ einfach nachrüsten und installieren. Alternativ geht natürlich auch weiterhin unser Kombi-Ableiter, den wir gerade eben schon vorgestellt haben, weil das ein Typ 1 schräger Typ 2 Ableiter ist. Auch der hat normativ beide Prüfungen bestanden und dementsprechend ist er auch als Typ 2 Ableiter zulässig und kann diese Energie abführen. Was haben wir noch für wichtige Punkte? Man hat sich Gedanken gemacht über den wirksamen Schutzbereich eines Überspannungsschutzableiters. Dieser Schutzbereich wurde auf 10 Meter festgelegt.
Das heißt, wenn Sie eine Verteilung haben und einen Ableiter dort montieren und von dort zu einer nächsten Unterverteilung gehen, die weiter als 10 Meter entfernt ist, wird empfohlen, in der nächsten Unterverteilung einen weiteren Ableiter zu setzen. Wenn diese Verteilung nur 5 Meter entfernt ist, liegt diese Verteilung im Schutzbereich mit drin und es ist soweit okay. Aber wenn die Leitungswege länger sind, steht die Empfehlung laut der Norm, dass dort noch ein weiterer Ableiter zu setzen ist. Schauen wir das einmal uns in einem Beispiel an. Wir sehen hier links wieder unsere Verteilung mit dem Ableiter. Rechts sehen wir zum Beispiel in diesem Fall einfach Endgeräte. Wenn wir sagen, die Leitung ist kleiner gleich 10 Meter, ist soweit alles in Ordnung. Wenn wir über diese 10 Meter kommen, empfehlen wir, an den Geräten noch einen weiteren Schutz zu setzen. Kommen wir zu den wichtigsten Kernaussagen dieser beiden Normen. Das Wichtigste, was in der VDE 0100443 drin steht, also in der Norm, wann Überspannungsschutz installiert werden soll, ist, dass es jetzt für alle baulichen Anlagen vorgeschrieben ist, auch für Wohngebäude. Die wichtigsten Aussagen der 0100443, also der Norm, wo und wie Überspannungsschutz installiert werden soll, sind, dass bei baulichen Anlagen ohne ein Blitzschutzsystem, also ohne einen äußeren Blitzschutz am Speisepunkt, jetzt besonders leistungsfähigere Typ 2 Ableiter erforderlich sind. Das sind halt diese 40 kA Ableiter. Und wenn ein Gebäude eine Freileitungseinspeisung besitzt, ist am Speisepunkt ein Typ 1 Ableiter vorgeschrieben. Schauen wir uns das Ganze einmal an, wie es in der Praxis aussieht. Als erstes sind natürlich auch die Anschlussquerschnitte interessant, wie so ein Ableiter angeschlossen wird. Laut der Norm wird gesagt, dass bei einem Typ 1 Ableiter, also einem Grobschutz, der PE mindestens mit 16 Quadrat angeschlossen werden muss und die Außenleiter mit mindestens 6 Quadrat, sprich die Leiter L1, L2, L3 bzw. wenn es ein TNCS-Netz ist, auch der N-Leiter. Wenn Sie einen Typ 2 Ableiter montieren, wie eben im oberen Anschlussraum, der nachinstalliert wird, reicht für den PE ein 6 Quadrat aus und die Außenleiter können mit einem 2,5 Quadrat angeschlossen werden. Wenn man sich die ganze Norm etwas genauer nochmal anschaut und einige Schlüsse daraus zieht, ist es so, dass unterm Strich dabei herauskommt, dass wenn Sie eine bestehende Anlage haben und diese Anlage derzeit nicht anfassen, besteht keine Nachrüstpflicht für einen Überspannungsschutz. Wenn diese natürlich zum entsprechenden Zeitpunkt, als sie aufgebaut wurde, nach der entsprechenden Norm aufgebaut wurde. Wenn Sie aber an einer Anlage arbeiten, wenn die erneuert oder erweitert wird, dann muss dieser neue oder erweiterte Teil nach der gültigen Norm betrachtet werden und dementsprechend ist dann dort Überspannungsschutz mit einzuplanen und zu errichten. Außerdem gibt es eine sogenannte Informationspflicht, die besagt, dass Sie, wenn Sie beim Kunden Überspannungsschutz installieren, den Kunden auch bitte darauf hinweisen, dass nicht geschützte Anlagenteile zu überdenken sind, so dass er sich auch Gedanken macht über diese Anlagenteile, über die Verteilung. Nicht, dass bei einem Vorfall nachher dann wirklich ein Teil geschützt ist und ein anderer Teil der Anlage nicht. Das wird der Kunde natürlich dann auch sicherlich nicht so gut finden. Dann möchte ich Ihnen noch kurz einige Beispiele zeigen.
Nehmen wir einfach einen ganz einfachen Fall. Es wird ein neuer Zählerplatz installiert. Wir haben einen Zählerplatz im Keller und in einem Gebäude, ich sage jetzt mal ein 6- oder 8-Familienhaus, mehrere Wohnungsverteiler und der Zählerplatz wird erneuert. Dann heißt es, dass an diesem Zählerplatz Überspannungsschutz vorzusehen ist. Die Wohnungsverteiler sind dann aber brauchen nicht berücksichtigt zu werden. Wenn der Fall andersrum ist, das heißt, der Zählerplatz bleibt unberührt, sondern es werden nur die Wohnungsverteiler erneuert, aufgrund einer Sanierung oder sonstiges, dann ist in den Wohnungsverteilern Überspannungsschutz zu installieren laut der Norm, aber da der Zählerplatz, die Hauptverteilung nicht angefasst wurde, muss diese nicht zwingend betrachtet werden. Der Fall 3 wäre, dass wirklich nur ein weiterer Stromkreis hinzugefügt wird. Das heißt, es wird generell nicht die Hauptverteilung erneuert oder der Wohnungsverteiler. Dann ist laut der Norm kein Überspannungsschutz in dem Fall notwendig. Aber, und das ist bitte bei allen drei Fällen zu beachten, beachten Sie bitte diese Informationspflicht, dass Sie den Kunden dann darauf hinweisen und sagen, bitte denkt über das Thema Überspannungsschutz nach und dann natürlich nach der neuen Norm. Diese ganze Norm ist natürlich, wie ich schon sagte, relativ umfangreich und es gibt auch noch einiges an Beispielen, die man hier bringen könnte, gerade welche Ableiter wo installiert werden. Da würde ich Ihnen eine interessante Broschüre ans Herz legen, die Sie gerne bei uns beziehen können. In dieser Broschüre sind die beiden Normen etwas genauer aufgeführt, mit detaillierten Informationen und auch Anschaltbeispiele sind da drin. Wenn Sie Überspannungsschutz bestellen möchten, wenn Sie da Bedarf haben, verweise ich Sie gerne an Konrad. Ich denke mal, Sie kennen die üblichen Wege. Fängt an damit, dass Sie einfach per Mail bestellen können, online oder auch sonst per Telefon oder auch per Fax, je nachdem, wie Sie es bisher gewohnt sind. Der einfachste Weg ist natürlich sicherlich, das Ganze online zu machen. Abschließend möchte ich Ihnen noch anbieten, für den technischen Support können Sie sich gerne bei uns melden. Da stehen wir gerne zur Verfügung, entweder per Mail, wie Sie hier sehen, direkt an mich, an jürgen.rabe@phoenixkontakt.de, gerne auch per Telefon oder schauen Sie einfach mal bei uns auf unserer Homepage unter phoenixkontakt.de/UE-Schutz, also Ü-Schutz, sind Sie direkt in dem Bereich, finden dort weitere Produkte, da haben wir auch sehr viele Flyer und sonstiges mit hinterlegt, Informationen, Lernvideos und alles, was man eigentlich braucht zu dem Thema. Aber sonst schreiben Sie mir auch gerne eine Mail oder rufen mich an. Dann beschreiben Sie mir Ihr Bauvorhaben und dann finden wir da die entsprechenden Komponenten, was für Sie erforderlich ist. So, und das war's auch schon. Doch relativ schnell durch mit dem Thema erstmal, als grobe Übersicht. Und jetzt würde ich gerne kurz an die Frau Wegerer übergeben. Vielen Dank, Herr Rabe, für den spannenden Vortrag. Es ist eine Frage von Herrn Gunkel aufgekommen. Genau, wie gesagt, ich würde gerne mit der Fragerunde beginnen. Die Frage von Herrn Gunkel, gelten die Normen für Wohngebäude auch für Bestandsgebäude? Für Bestandsgebäude, das heißt ja, so würde ich es jetzt verstehen, dass das Gebäude besteht, aber derzeit nicht an den Verteilungen gearbeitet wird. Weder an der Hauptverteilung noch an der Unterverteilung. Das heißt, wenn keine Änderung an den Gebäuden vorgenommen wird, an der Verteilung, muss laut der Norm nichts gemacht werden. Aber wenn natürlich, wir haben eben über dieses Thema Informationspflicht geredet. Ich würde doch schon darum bitten, dass die Besitzer natürlich dann darauf hingewiesen werden, ob man sich schon mal über das Thema Überspannungsschutz Gedanken gemacht hat, weil auch gerade heutzutage Versicherungen sowas meines Wissens nach sehr gerne sehen,
oder teilweise auch mit einfordern, dass das Thema Überspannungsschutz mit behandelt wird. Aber wenn die Anlage besteht und derzeit keine Änderungen dran gemacht werden, dann ist laut der Norm kein Überspannungsschutz mit erforderlich. Herr Rabe, es sind noch weitere Fragen gekommen. Einmal von Herrn Läufer. Bei der Erstellung eines Gebäudes der Installation im Jahr 2014 galten hier auch schon die neuen Normen? Nein, die neue Norm ist seit dem 1. Oktober 2016 in Kraft getreten. Und bis dahin war es so, dass die Gebäude, die bis dahin fertiggestellt werden wurden, mussten mit der alten Norm betrachtet werden. Die neue Norm ist wirklich erst ab 1. Oktober 2016 in Kraft getreten und hatte dann noch eine Übergangsfrist bis jetzt im Dezember 2018, weil natürlich damals auch schon Planungen und sonstiges im Gange waren, wo die nicht so schnell umgesetzt werden konnten. Also von daher, im Jahre 2014 war die Norm, wie sie jetzt besteht, noch nicht in Kraft. Da stand noch die alte Norm im Vordergrund. Dann noch eine Frage von Herrn Dannhorn. Was muss getan werden, wenn ein Überspannungsschutz wegen N-Leiterunterbrechung erreicht werden soll? Die Frage erschließt sich mir jetzt noch nicht ganz, wie genau das gemeint ist. Entweder Herr Dannhorn schreibt noch mal kurz was rein oder kontaktiert mich persönlich, dass wir miteinander telefonieren. Wenn ein Überspannungsschutz wegen N-Leiterunterbrechung, sagten Sie? Genau, N-Leiterunterbrechung. Was muss getan werden, wenn auch ein Überspannungsschutz wegen N-Leiterunterbrechung erreicht werden soll? Ach so, wenn sozusagen der N-Leiter mit wegfällt. Jetzt komme ich, glaube ich, dahinter, was gemeint ist. Lassen Sie mich ganz kurz überlegen. Also meines Wissens nach hat das jetzt, das ist technisch gar nicht möglich, wegen einer N-Leiterunterbrechung ein Überspannungsschutzmodul auszulösen. Also diese Überspannungsschutzmodule sind ja dafür da, um entstehende Überspannungen, die ins Netz kommen, auf ein erträgliches Maß für die Endgeräte in diesem Fall, runterzutriggern und damit die Geräte zu schützen. Wenn ein N-Leiter wegfällt, kann das dieser Überspannungsschutz nicht mit auffangen. Das ist keine Abschaltvorrichtung oder sowas in der Richtung. Ein Überspannungsschutzmodul ist nur dafür da, die Spannung in einem gewissen Rahmen zu halten, dass die dahinter gelegenen Geräte nicht zerstört werden. Falls ich das jetzt falsch verstanden habe, bitte nochmal kurz eine Mail an mich oder lassen Sie uns telefonieren, dann oder wenn jetzt gerade die Frage dann nochmal kommt, die Erklärung, dann kommen Sie ruhig nochmal auf mich zu, bitte. Herr Rabe, können Sie vielleicht ganz kurz sagen, wo diese genannte Broschüre bestellt werden kann? Sie können zum einen bei uns auf die Seite gehen, www.phoenixkontakt.de. Da kann man Infomaterial bestellen. Ich schaue mal gerade, ich nenne Ihnen mal eine 8-stellige MNR-Nummer, unter der diese Broschüre zu finden ist. Das ist die 5200-8230. Also die 5200-8230. Das ist die MNR-Nummer, also die Materialnummer. Damit ist diese Broschüre fest zugeordnet. Und entweder gehen Sie bei uns auf unsere Seite und schauen nach dem Infoversand oder auch wieder hier der Weg, gerne an mich, kurz eine Mail. Dann leite ich das entsprechend weiter, dass Sie diese Broschüre entweder als PDF oder als Papierform bekommen. So, noch eine Frage. Und zwar gibt es beim Überspannungsschutz besondere Vorschriften bei PV-Anlagen und Stromspeicher? Ja, auch PV-Anlagen wurden mit betrachtet bei dem Ganzen. Wenn jetzt eine PV-Anlage installiert wird, heißt es ja, dass ein neuer Stromkreis errichtet wird. Wenn dieser neue Stromkreis errichtet wird, heißt das, dass daher für diesen neuen Stromkreis die aktuelle Norm beständig ist, gültig ist. Das heißt, man hat mindestens einen Typ-2-Ableiter vor dem Wechselrichter zu setzen.
Aber auch die DC-Seite muss betrachtet werden. Also wir haben ja einmal bei dem Wechselrichter die AC-Seite zur Speisung und die DC-Seite der PV-Module. Und da sagt die Norm, dass ein zusätzlicher Einbau von Überspannungsschutz auf der DC-Seite erforderlich ist. Das heißt, wenn Sie jetzt eine neue Anlage planen, müssen Sie den Wechselrichter auf der AC- und der DC-Seite schützen, laut der Norm. Des Weiteren ist es ja so, dass diese Wechselrichter teilweise noch eine Kommunikationsschnittstelle haben, um irgendwie Daten zu übertragen oder sowas. Diese Schnittstelle ist laut Norm nicht zwingend zu schützen, aber es wird natürlich empfohlen. Nicht, dass über diese Schnittstelle dann nachher eine Überspannung in den Wechselrichter kommt und den zerstört. Das wäre natürlich dann ärgerlich. Aber Aussage der Norm, ja, die auch PV-Anlagen sind zu betrachten und die AC- und DC-Seite zu schützen. Es ist noch eine Frage gekommen. Bei einer Überspannung in der UVT wird der Überstrom über den PE abgeführt. Was passiert mit der Spannung, die an den restlichen Komponenten noch immer anliegen? Die Spannung wird über das Überspannungsschutzmodul runtergetriggert. Wir haben da Varistoren und Gasableiter mit drin. Und ein Überspannungsschutzmodul hat einen Grenzwert, meistens so von 1,4 kV. Und auf dieses Maß wird die Spannung runtergetriggert. Und so ein Überspannungsschutzmodul kann das mehrmals machen. Es kann natürlich irgendwann auch sein, dass es kaputt geht, wenn es zu oft diese Belastung hat. Aber die Überspannung wird auf dieses Maß von 1,4 kV runtergetriggert. Und damit sind die Geräte dahinter geschützt, weil man dann sich bei einer Spannungsfestigkeit von der Geräteschutzklasse 1 und 2 befindet. Und somit passiert aufgrund der Überspannung den Geräten dahinter nichts mehr.